bin gerade am Scrapbooking. Ich habe letztens ganz, ganz viele Bilder ausgedruckt und habe die jetzt gerade eingeklebt. Ich gehe heute Abend zum Au-pair-Meeting. Wir haben unser monatliches Au-pair-Cluster-Meeting und wir gehen zum Castle Skate Land. Ja. Jedenfalls gehen wir Roller Skating und ich dachte, das wäre eine coole Idee, wenn ich meine Kamera mitnehmen. Ich muss ganz normal arbeiten, also heute von 7 bis 9. Jetzt ist es 10:45, also ich habe gerade meine Freizeit. Tatsächlich war ich noch bei Target. Ja, ich kann kurz einen kurzen Target-Haul machen. Ich habe nicht viel gekauft, aber ich gucke selber mal gerne solche Videos, deswegen warum nicht? Jedenfalls, dadurch, dass ich jetzt gerade mal beim Scrapbooking bin, habe ich mir. Na gut, die Mäuse sind eigentlich dafür, weil ich meinen Kalender habe. Und wenn Termine dann doch gestrichen werden oder so, dann mache ich die lieber mit der Maus weg. Ja, naja. Wegen dem Scrapbooking habe ich mir farbige Kulis gekauft, obwohl die auch für meinen Kalender sind. Okay, das ist alles für meinen Kalender, was auch immer. Und dann war ich im Target und dann habe ich das hier gefunden. Ich hätte es vermutlich nicht gebraucht, aber es war auch im Sale, also warum nicht? Das ist ein Black Panther Journal. Ursprünglich hat es 14 noch was gekostet. Es war 20% off, also habe ich es jetzt für 4,30 Dollar, 31, 4,31. Do one empowering thing every day. Jedenfalls kann man da jeden Tag, das sind so Reflexionsfragen oder ja, jedenfalls, ich mache sowas gerne. Journaling, reflektieren, solche Sachen. Ja, jedenfalls habe ich das mitgenommen bei Target. Ursprünglich bin ich wegen einer Leggings zu Target gegangen. Einfach nur eine schwarze Leggings, weil jeder braucht einfach nur eine schwarze Leggings. Und dann war ich noch, bin ich ja noch so rumgelaufen und natürlich habe ich noch was mitgenommen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn die Bengals es in den Super Bowl schaffen, dann kaufe ich mir auch ein Trikot. Das Problem ist nur, diese Trikots, die kosten halt 130 Dollar, glaube ich. Und dann war ich heute im Target. Ich hatte eins von Joe Burrow gekauft. Also Nummer 9 Burrow. Jedenfalls war ich heute im Target und hatten sie einfach. Es ist immer noch Bengals Merchandise. Aber es ist halt mehr. Ich würde auch nicht sagen, es ist auch kein T-Shirt. Es ist halt wirklich. Jedenfalls habe ich das mitgenommen für 50 Dollar. Jedenfalls habe ich jetzt ein Trikot von Burrow. Okay, das war mein kurzer Target-Haul. Wie gesagt, ich arbeite nachher, hole die Kids ab, was auch immer. Und dann melde ich mich heute Abend wieder, wenn ich auf dem Weg bin zum Cluster-Meeting. 5 hours later. Ja, gut, dass ich gefühlt nichts gefilmt habe beim Cluster-Meeting, aber okay. Es ist Samstag. Ich filme heute einfach mit, weil ich nicht genug Material habe für ein Video. Weil ich beim Cluster-Meeting wirklich, ich habe, glaube ich, ein Video gemacht, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mich mit anderen Au-pairs richtig gut unterhalten, habe zwei, drei neue Freunde gemacht, die vielleicht mit mir Volleyball spielen werden, was sehr, sehr cool ist. Und ja, jedenfalls, ich habe nichts gefilmt. es ist Samstag, mich holt gleich ein anderes Au-pair ab, dann üben wir ein bisschen fahren, weil sie hat am Montag ihre Fahrschulprüfung für ihren Führerschein. Und wir fahren, ich glaube, zu Florence Mall, weil ich habe ihr geschrieben, ich habe richtig Lust auf Auntie Anne's. Ja, jedenfalls, ja,
Und heute Abend gehe ich zu einer Elvis-Tribute-Show. Und danach fahre ich zu einer Freundin, habe ein Sleepover. Also hey, lass uns das einfach alles zusammenwerfen und dann kriegen wir schon ein Video zusammen. Richtig? Okay. Ja, das ist mein Outfit for today. Und dann habe ich noch meine Elvis-Jacke. Die ich in letzter Zeit relativ oft trage, tatsächlich. Ja, jedenfalls, that's my look. Das ist mein Look und ich habe jetzt noch 5 Minuten Zeit. Ich habe richtig Hunger. Es ist 12:45 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen. Ich lag ganzen oder halben Tag im Bett, habe Netflix geguckt. Okay, let's go. Later. Just a bit. Yeah, that's enough. Alright. Just. It's very nice. Wow. Wow. What? Like in a wine glass. They were dirty. Yeah. Oh yeah, but we can do a shot of watermelon. It's not so bad. I don't even know. We are over 21, right? I'm 24. I'm 26 almost. We're good. Okay. Just drinking from a plate. I don't know if I have that glass. I don't trust you. Morning. Okay, that's what we're dealing with. It's snowy, but we're taking pictures. Yay! Yeah, es ist sehr hell, sehr hell. Aber wir wollen ein paar Winter-Pictures. On the right setting. All you have to do. We're having fun. So much fun. Okay, all you have to do.
so bright. Yeah, it's just very bright. Crew, Ken. Wir müssen jetzt die Auffahrt schippen, weil ich mit dem Auto hier bin, das kein Allrad hat. Und ich muss eine Stunde nach Hause fahren. Das wird lustig. Ja. Ja. Und ich würde sonst nicht die Auffahrt runterkommen oder raus aus der Garage. Zum Glück durfte ich über Nacht in der Garage parken. Ja, es wird nicht einfach. Ich sag euch Bescheid, wenn ich zu Hause bin. Thank you. You're welcome. Woo. Oh God. Oh no. Okay, 20 Minuten später, Update. We did it. Jetzt ist der Weg frei, zumindest bis zur Straße. Und dann gucken wir weiter. We have a driveway again. Hello, I made it home. Ich habe es nach Hause geschafft. Ich bin 45 Minuten gefahren, aber es ging eigentlich, der Highway war frei. Es sind halt nur die Nachbarschaften, die voller Schnee sind. Ich esse gerade Haribo. Haribo macht Kinder froh. Und ich habe mein Bengals-Shirt an. Die Bengals spielen in 15 Minuten. Also gehen wir jetzt gleich runter und hoffen, dass die Bengals gewinnen. Die spielen gegen die Bills. Mal schauen. Vielleicht mal catch. Hallo. Steht es? Oder nicht? Mein Bett ist nicht die beste Unterlage. Aber ja, die Cincinnati Bengals haben gewonnen. Yay! Und mal schauen, es sind noch 3 Wochen bis zum Super Bowl. Ich bin gespannt, ob wir es bis zum Super Bowl schaffen. Und ja, das war das Video. Ich werfe einfach alles zusammen. Und dann habt ihr den Target Haul, das Au-pair Cluster Meeting und dann mein Wochenende, was sehr ereignisreich war. Ja, und dann sage ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye.